Und hexst du schon? Ich hexe schon. Lässt sich ein Laptop füßen. Oh mein Gott. Ja, you guys. Ich muss mir mal Splittergranaten für solche Fälle mitnehmen. Jetzt hab ich dich, du Sau! Du bist denn gekaltet. Oh Mann, ich muss den einfach erschießen. Wie dumm ein. Dreckschweine! Komm schon! Ich schieß auch nicht! Augen auf! Wir können Probleme geben. Steig runter! Du willst wie echt. Hilfe! Boah, ich zieh mir jetzt ein Ding ein. Ein Ding, gut. Hier möchte ich Koda belegen, danke. Soll ich Suicide machen? Ja, ich glaube ja. Mission fehlgeschlagen. Meinst du, ist die adäquate Taktik? Wo? Ja, warte. Wo bist du jetzt am häufigsten gestorben? Lass mich einfach alles machen, bis wir da sind. Nee, das ist keine Lösung. Dann Moment beginne ich nämlich zu sterben. Nutzen unser Schild, glaube ich, nicht. In welchem Moment in dem Haus? In dieser Halle. In der hier jetzt, die gekommen wäre? Ja. Da kannst du ja dann noch auf Waffe switchen. Soll ich mein Schild nehmen? Mach mal, der sieht immer so witzig aus. Ich sag dir was, ich habe auch keine einzige Granate eingesetzt, um dich zu schützen. Ja, das ist wie mit Cooldown. Das heißt, ich nehme. Oh. Eigentlich sind die Granaten schon superior. Das wird was. Das wird doch was. Ach Scheiße! Hilfe! Mist! Nee, Ärger! Oh, wir haben das Ranger! Ranger! Und? Hast du schon Schüsse abgefangen? Ich hab was gehört. Ich glaub, wir kriegen Gesellschaft. Wir haben Besuch. Ich hab was gehört. Ich glaub, wir kriegen Gesellschaft. Wir haben Besuch. Nice, gut. Das sind die Schweine, die Marcello erschossen haben. Ich hab was gehört. Was zum Teufel? Verdammt! Mist. Die haben mich festgenagelt! Das wird die Masko. Wie schießt der? Alles? Festgenagelt.
Sie haben die Leute gelieferten. Es ist cool. Du tankst. Er ist tot. Was war das? Ha, nicht mehr die Kamera. Er bewegt sich nicht. Huh? Ist er tot? Cool, nein. Runter! Augen zu! Ich nehme auch ein Schild. Nice! Vielleicht muss ich auch noch eine. Welche Pistole empfiehlst du? Ich hab die Raging, genau. Ich glaube, die ist geil. Du kommst mit mir! Ich werde die Diegel nehmen. Ganz große Magazine mich haben, ne? Ja, mit dem größeren Magazin ist die natürlich gut. Was bei Raging schwer ist, in Anbetracht des Trommelmagazins. Also, Trommel. Guck mal, können wir so nebeneinander? Ja, ist schwer zu realisieren, weil man immer gucken muss, geht der andere schon? Dann wird man in die Schulter geschossen. Warum hält man die Wölfe eigentlich so gängig? Ich seh dich! Teufel! Wir haben Besuch! Ich hab was gehört! Ich hab ne Diegel, ja. Verdammt! Du scheiß Terror! Ich bin super krass verletzt. Jetzt schon so. Ja. Jetzt schon verletzt. Wie kann das denn sein? Oh. Macht ihn kalt! Lass sie bezahlen! Wir laufen nicht weg vor euch! Oder kommt mit mir! Also ich kann das nicht. Ich kann nicht. Aha. Man muss eine Superior Waffe nehmen. Maschinenpistole erstmal. Für den Anfang. Hab eine. Mac. MP5. Und später, wenn man wieder dabei ist, sich zu konzentrieren, nimmt man die Kommando. Vielleicht nimmt man eigentlich doch lieber eine Waffe mit größerer Mannstoffierung. MP7. Wenn doch nicht an so einer Mission scheitern. Für meinen Ruf zu verlieren. Auf geht's. Vertot. Ist nicht die erste Mission. Ja, ist sogar dieselbe. Ja, und der Werdegang ging schon durch mehrere Single Sessions, oder? Ist nicht die erste Mission. Hey, whoa, whoa, whoa. Gib mir Deckung! Ihr lauft nicht mit mir in Deckung! Wer kommt mit mir? Die haben mich festgenommen. Sich die Tür. Scheiße, Polizei, gib mir Deckung! Irgendwas kommt nach rechts. Ganz hinten. Ich bin trocken! Brauchst du Munition? Oh, da war der! Oh, noch einer. Ja, den meinte ich auch. Der war vor. Ganz selbstsicher. Sven schon seinen Kopf visiert. Gut, was meinst du? Wie effizient sind Schrotflinten? Mal testen.
Wenn er Spaß ist, Spaß. Wenn man dann Gewehr zieht für Ohren. Ich nehme eins. Ich auch. Action. Mein Name ist Walker, Texas Ranger. Verdammt! Hilfe! Wir haben Probleme! Das ist wie ein Sniper, wisst ihr? Scheiße! Das sind die zwei, die Marcello erschossen haben. Stirb, du Hund! Friss das! Was gehört? Ich glaube, wir kriegen die Sechser. Wir haben Besuch. Mach den Kampf! Ich geb dir Deckung! Wie ist die Spaß? Ich habe keinen Schuss abgegeben. Ich habe die 870 MS. Ja. Bis jetzt ein Schuss, ein teurer. Na, gehen jetzt nicht. Jo, auch. Wieder nicht. Kommt weg. Kein Schuss mehr. Ey, wäre die Autosniper was für dich? Die ist ja immer gleich leer. Und ich finde dafür bestimmt keine Munition. Na, ah, das stimmt. Ja, yeah, true. True. Cool. Hast du wieder Schrotflinte? Mhm. Es gibt eigentlich nur eine Schrotflinte, die man ein Problem von ihm beheben kann. Die Spaß. Nee. Die Usas? HM26 LSS Vollautomatik. Ist das der Jailbreaker? Hilfe! Ich bin unter Beschuss! Was ist? Wir haben Besuch. Sie sind hier! Ich hab was gehört. Polizei! Friss das! Ich glaub, die streut er immer zu quasi. Oh ne, geht. Was machen wir jetzt? Na komm hoch. Ich hab was gehört. Ah! Oh nein! Boah. Ich hab was gehört. Ich glaub, wir kriegen Gesellschaft. Die haben mich festgenagelt! Scheiße! Nun, das schießt ja. Also irgendwie Snap-Action muss man nicht probieren mit ihm. Der Spaß. Ist impossible, gut, dann bitte töte ihn endlich. Mann, die wollte auch mal. Okay, gut, jetzt haben wir uns ausgetobt, jetzt können wir wieder richtig spielen. Bitte? Nicht aufgeregt. Ja, ich hab ihn nie aufgeregt. Nein, hab ich nicht. Nein, Hände hingeschmissen. Hab ich nicht. Ne? Klangkolben. Doch, ich hab recht. Okay, du hast einen Plan gefasst. Ich weiß nicht genau, wie ergiebig ich bei dem MG die Munition ist. Ach ne, nimm keinen MG ins Gewinn. Den for good? Okay. Wenn man sich nicht mehr hinlegen kann, zu einem Geschirr. Ja. Da bleibt nur die Commando. Nee. Ich will mal 6 vorausprobieren, hatte sonst eine Marke. Ach komm, ist gay. Granate! Deswegen nehme ich noch auf Granaten mit. Scheiße, hab ich jetzt gesagt! Wie bist du gestorben? Was zum Teufel? Wir kriegen Gesellschaft. Hast du einfach komplett daneben geschossen? Und mit welcher Waffe hast du das geschafft? Weil sie nicht geschafft hat. Mit der G3A3. Was zum Teufel? Ich bin Schwelly Mac gewesen.
Die was? Haben mich festgenagelt! Wir sind keine Zeichen, das sind Nieten. Mission fehlgeschlagen. Nee, es sind keine Hieroglyphen, es sind taktischen Kugelschutzwesten, Spezialen, nein, es sind keine Hieroglyphen drauf. Meistens. Arcog ist einfach aus. Von der Pharao-Spezialeinheit in Ägypten schon. Pharao-Spezialeinheit. Ja, die heißen so, weil die schon damals unter dem Pharao Tutanchabichi gedient haben. Ich finde gut, dass nicht den Pussy am Mund genommen hat. Ja, der war echt ein Pussy. Ich glaube, weil ich habe voll gut Start hingelegt, oder? Ich hätte schon einen nicht mehr auf. Ich hab ihn ja wieder erwischt. Oder kann man helfen? Wie lange möchtest du mit dieser Waffe spielen? Psst, psst. Psst. Die haben mich festgenagelt. Scheiße! Der! Zwei von euch müssen nachziehen. Ich bin ein Sniper. Sondergleich. Sniper wieder wählen, woher? Oder auf Abwägen. Ich hoffe, dein Zielen ist nicht auf Abwägen, oder? Nice. Bist du müde? Du läufst? Worauf? Bist du rausgegangen? Was machen wir jetzt? Ich bin leer! Aua, ich hab dir gesagt, du musst Damage machen. Zu spät draus. Policia! Okay. Das Casino ist umstellt und wir haben ganz viele Leute hier überall. Wir sind zu zweit, Kollege. Warum musst du uns auch immer mit Policia vorstellen? Ja, mal gesehen, Feuerkraft ist das Entscheidende und nicht Tarnen und Täuschen. Also ich sagte, bei Counter-Strike schießen ja die Waffen mit Schalldämpfer genauer. Ja, weil der Rückstoß weniger ist. Mhm. Okay, ich fängt der Schalldämpfer alles ab. Okay, auf 3. 1, 2 und go. Der bewegt sich nicht. Das waren mal gut. Waren es immer 3? Sind immer 3. Du schießt auf 1, ich schieße auf 2 in einer Linie. Nice. Okay. Bin ready? Ready? Mhm. Ich versuche diesmal ganz zurückzuholen. Die Waffe, die splasht richtig. Obwohl die so klein aussieht, noch ist. Das ist deutsche Pistole. Die Kommando ist doch keine deutsche Waffe? Ich hab nicht die Kommando. Ist der wieder G3? Mhm. Cool, du Monster. Die sieht aber trotzdem kleiner aus, als sie ist. Muss man sagen. Oh, fuck. Was hat er denn hier genommen? Hm, der hat die Schüsse gehört. Ah, oh, so viel P90, wie viel Geld ist es?
Und das Geld noch dazu? Hey, weißt du, was die Bullen machen? Die halten sich noch zurück, aber guck nicht aus dem Fenster. Er sagt was anderes. Worauf warten die? Emilio sagte doch, sie waren Emilio. Woher wusste er das? Er sagte, die Cops, die Bundesbehörden und das Militär streiten um die Kontrolle. Die Cops können die Situation nicht kontrollieren, also setzen sie die Bundesbehörden ein. Die Bundesbehörden wollen das Militär raushalten, aber sie können uns auch nicht kontrollieren. Also, solange sie mit sich selbst beschäftigt sind, können sie uns nicht stoppen. Nett. Ja, dann überlegt man nochmal. Und go. Oh, einer ist mir entwischt. Und ich laufe hier weg. Kevin. Sind beide? Ich habe einen links, einen rechts. Sind das alle? Glaube. Weiß. Ich frage mich, wann mal wieder ein Teil nicht von Heroes of Might and Magic, sondern dieses normale Might and Magic 10 oder was jetzt kommen ist, oder 11. Aber ich habe davon nur einmal einen Teil gespielt, den 6. oder so. Ich finde das Spiel so geil. Und das war super kacke. Warum? Es war auch ein Kackspiel. Aber auf eine gute Art und Weise, weißt du? Also ich mag ja auch so kleine Spiele, also das zählt ja die alten Teile noch als kleine Spiele. Die super awesome Gameplay, also die Grafik, ne? Aber das Spiel war nicht. Was ist los? Wer war das? Das Spiel war nicht kompliziert. Wo ist er? Oben? Ich fange eine Waffe. Das Spiel war nicht komplex, aber trotzdem war die. Die, wie soll ich sagen, die Steuerung, also die Menüsteuerung, total scheiße. Ja, ich weiß nicht, welchen Teil du gespielt hast. Ja. Ich jetzt. Vielleicht war es auch Teil 4 erst. Kann auch sein. Ich hatte einen gespielt, da startete man auf so einer Pirateninsel. Also die Piraten haben die Insel angegriffen. So wie? Nee, so aus dem Szenario hatte ich nicht. Und es war so rätsellastig, dass ich immer voll verzweifelt bin. Mein Teil war am Anfang keine Story. Du musst, glaube ich, Story-Quests erst finden. Und da gingen so Sachen ab. Ich sag's dir, zum Beispiel gab es so Paladine, die immer gegen die Drachen gekämpft haben. Und je nachdem, wie du dich halt durch so deine Taten entscheidest, konntest dann sogar einen Drachen in deine Gruppe aufnehmen, der später zum Großdrachen werden kann und so Stuff. Du kannst aber auch Drachen töten, kannst du Paladine haben oder man konnte ja so irre Ränge erreichen mit seinen Leuten, zum Großmeister des Sundo und Waffen selbst zusammenbauen und Tränke und so viele Tränke. Also sowas finde ich Probleme. Ziemlich cool, wenn man eher Titel als Level kriegt. Ich bleib hier. Ja, so war das, genau. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Level gab. Aber ich glaube doch. Einen habe ich. Jupp, same, safe. War nice, cool. Warst du schon mal hier? Ja. Da hier war ich noch. Bis gleich nicht mehr. Wie bist du denn hier gestorben? Hier bin ich gestorben, weil die Tür aufgemacht hat und da war jemand. Und das will mir auch wieder passieren. Ich habe bessere Position. Ich kann das auch allein machen, die beiden. Ja, diesmal kannst du es alleine machen. Okay, zwar du bist in der Position. Ich gebe dir nur unterstützende Feuerleiste. Ne? Ja, wenn ich mich einmal zurücklehne, kannst du eingreifen. Oh nein, Lag. Also nicht Lag, sondern erst ich hab's verkackt.
zu weit mit der Maus nach links gezielt, sodass der so eine lange Drehung gemacht hat. Aber spiel dich schon mal im Treppenhaus ein. Und nimm. Die Americans go, go, go. Meinst du dein? Meine Waffe hat einen Scope. Was hast du denn? Commando. Top Spot. Ja. Du kannst schaffen. Ich verlasse mich auf dich. Blöd gesagt, bei so einem scheiß Level. Der lässt sich die Waffe noch drüber halten, um seinen Rückzug zu sichern. Wo bist du? Die Fische glücklich sind, dass Glaskugel sicher ist. Fische glücklich sind, dass sie eingefroren sind. Hallo! Du musst einmal diese Linie übertreten haben. Hallo? Oh, hallo! Hey, Holzelein! Hallo! Geh in eine gute Position. Wisst ihr, dass das ein MG ist? Gut, du musst Lucky Hit versuchen, nimm nur die Waffe raus. Oder du schneidest. Du Geil. Mein Hand ist cool hier, Alter. Oh, das ist nice. Das ist eine unannehmbare Position. So. Da ist das MG auch irgendwann, ja? Oh. Oh shit. Ich löse meinen Helm auf. Das ist nicht lustig. Ich glaube, du hast ihn. Nee, doch nicht. Oh Mann! Also, da sind auch mehrere hinter mir, glaube ich. Die haben auch irgendwann keine Munition mehr? Nee, ich glaube, die haben immer Munition. Das ist ja nichts.